Der Wochenspruch steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7. Petrus schreibt an die Christen, die schwere Zeiten erleben. Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Liebe Zuschauer, es gibt viele Arten von Sorgen. Manche sind eher Gedanken oder Pläne, manche gehen in die Richtung von Vorbereitungen oder von Aufgaben, die zu erledigen sind. Manche Sorgen sind mühevoll, weil vielleicht Entscheidungen zu treffen sind. Aber es gibt auch Sorgen, in denen es um Grundbedürfnisse geht. Essen und Trinken, Kleidung, Obdach, Sicherheit oder Freiheit. Sorgen treiben Menschen um und rauben ihnen den Schlaf. Wenn ich solche Sorgen habe, stoße ich an meine Grenzen. An die Grenzen meiner Möglichkeiten, meiner Vorstellungskraft, meines Vertrauens oder auch meiner Hoffnung. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Wie in einem Strudel ziehen mich Fragen und Gedanken in die Tiefe. Ich versuche, mich mit aller Kraft frei zu schwimmen. Und je verzweifelter ich strampele, umso mehr sorge ich mich, ob meine Kräfte reichen. Es gibt viele Bibelworte, die mir in so einer Situation einen Rettungsring zuwerfen. Denken Sie doch nur an Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Beter hält sich vor Augen, wer ihn versorgt. Auch Jesus sagt, sorgt euch nicht. Vertraut darauf, dass euer Vater im Himmel euch gibt, was ihr zum Leben braucht. Der Wochenspruch weist uns auch darauf hin, dass Gott uns immer versorgt, nicht nur in Not. Petrus schreibt, alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Er richtet sich an Christen und Gemeindeleiter, die ihren Glauben unter sehr schweren Bedingungen leben. Er fordert sie auf und ermutigt sie, ihren Glauben demütig zu leben. Sie sollen nicht ungeduldig werden oder zynisch und hasserfüllt, hinterhältig oder heuchlerisch. Sie sollen nicht Böses mit Bösen vergelten und nicht selbst gewalttätig werden. Ihre demütige Lebensweise sollen sie als eine Demut dem gnädigen und guten Gott gegenüber sehen. Denn der sieht, was sie tun, welche Kräfte sie aufbringen. Er weiß, wie viel sie um anderer Willen aufgeben. Ihr fragt euch vielleicht, ist Petrus nicht der, der aus Sorge um sich selbst zum Schwert gegriffen hat, um sich und Jesus zu verteidigen? Und der, als es ums Äußerste ging, seinen Treueschwur für Jesus vergessen hat und nichts mit Jesus zu tun haben wollte? Ja, der Petrus ist das. Und er weiß, die Kraft dieses Strudels ist die Sorge um mich selbst. Die Sorge um mich selbst will mich bremsen, wenn ich anderen Gutes tun will. Wenn ich aus Rücksicht auf andere Verzicht üben möchte. Wenn ich den Ärger hinunterschlucken und nicht beleidigt oder scharf antworten will. Und das eben gerade dann, wenn ich selbst zuvor beleidigt, verletzt oder herabwürdigend behandelt wurde. Die Sorge um mich selbst macht es mir schwer auszuhalten und zu ertragen. Sie macht es mir auch schwer, mich in Schwierigkeiten zu Jesus zu bekennen. Und ihm in der Art nachzufolgen, wie er selbst gelebt hat. Denn in mir flüstert es, und wer sorgt für mich? Kann ich das Wagnis eingehen, nach den Worten von Jesus zu leben, die Feinde zu lieben, die andere Wange hinzuhalten? Und wer sorgt dann für mich, wenn ich Böses mit Gutem vergelte? Wer hält seine Hand über mir? Wer gibt mir, was mir zusteht, als Mensch, als Geschöpf Gottes? Wer weiß, was ich aufgegeben habe. Petrus sagt, alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Wenn ich die Sorge um mich selbst nicht in Gottes Hand lege, wird es zu mühsam und am Ende unmöglich, nach seinem Willen zu leben. Wie kommt Petrus darauf, dass wir die Sorgen auf Gott werfen sollen? Was liegt ihm so sehr am Werfen? Wegwerfen kann etwas Achtloses sein. Vielleicht ist das schon der erste Schritt. Dass wir den Sorgen, die wir ohnehin nicht lösen können, weniger Achtung schenken, weniger Zeit, weniger Herz, weniger Geduld. Was wir werfen, ist auch weiter von uns weg, als das, was wir ablegen. Gerade wenn es schwerfällt, die Sorgen zu lassen, wenn sie sich wie von alleine in unseren Gedanken wieder in den Vordergrund stellen, sie müssen so weit weg von uns wie möglich. Und das ganz rasch und schnell. So wie Werfen eben ein schneller Vorgang ist. Weg damit. Jetzt gleich. Und jede Flasche, die im Glascontainer zerschellt, kommt nicht mehr zurück. Auch für unsere Sorgen soll das gelten. Rückkehr ausgeschlossen. Das geht natürlich nur, wenn wir sie dem überlassen, der uns zusagt,
sich darum zu kümmern. Das rät Petrus uns ja auch. Gott sorgt für euch, sagt er. Und damit ist ein umfassendes Versorgen gemeint. Wertschätzung, Liebe, Bewahrung vor dem Bösen, Begabung, Hoffnung und Zukunft. Und eine ganze Fülle. Genug von innerem und äußerem Reichtum. Wer die Sorgen aus Herz und Händen auf Gott wirft, der ist offen und frei für das, was Gott ihm schenken will. Damit sind nicht ausschließlich die Güter dieser begrenzten Welt gemeint, sondern ganz ausdrücklich die Verheißungen des Lebens in Gottes ewiger Gegenwart. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, wir bringen dir alle unsere Sorgen, große und kleine, solche, die wir selbst uns gemacht haben und auch die, die andere in unser Leben legen. Es soll uns eine Freude und ein Fest sein, sie auf dich zu werfen. Achte du auf uns und gib uns, was wir wirklich zum Leben brauchen. Nimm die Sorgen schnell von uns, damit wir unsere kostbare Zeit nicht länger mit ihnen vergeuden. Halte sie fest, dass sie nicht wieder und wieder zu uns zurückkommen. Wir wollen uns viel lieber mit dem beschäftigen, was du aus Güte uns jeden Tag neu ermöglichst. Wir überlassen uns ganz dir, weil wir ja wissen, wie gut du es mit uns meinst. Deine Gnade und deine Liebe hält uns. Du bist der, der uns versorgt. Und wir strecken unsere Hände nach dir aus und beten: Erfülle uns mit deinen Gaben und mit deinem Geist. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen. So geht nun in diese Woche unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.